Hallo zusammen und willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen Fortnite-Video. Wir haben heute wieder was Spezielles vor und zwar haben wir ja schon ganz früher, als ich so die ersten Videos gemacht habe, eine Challenge bei Fortnite gemacht. Und zwar nannte sie sich, wir sind Pazifisten. Das heißt, wir dürfen keine Waffen aufsammeln und wir dürfen keinen Gegner Schaden zufügen und wollen aber die Runde gewinnen. Das hat beim allerersten Mal, das ist jetzt schon 3 oder 4 Monate her, hat das richtig gut geklappt. Schaut euch das Video an und wir versuchen jetzt das Ganze zu wiederholen. Ich zusammen hier mit meinem Bruder, dem Blackout. Hallöchen erstmal. Hallöchen. So, okay. Bro, du weißt, du kennst die Regeln, wir haben es ja schon mal gemacht. Keinen Gegner verletzen. Das heißt, auch nicht Spitzhacken, auch nicht mit, keine Ahnung, auch nicht mit einer Angel oder sonstiges irgendwie, sondern einfach nur, einfach am besten abhauen. Am besten abhauen oder irgendwelche Emotes machen, die den Gegner signalisieren, dass wir ihm nichts tun wollen. Und, ja, ansonsten dürfen wir aufsammeln, Medipacks, Schildtränke, das alles dürfen wir aufsammeln und benutzen. Falls uns Gegner beschießen und wir abhauen können, können wir uns natürlich heilen. Aber wir dürfen selber keine Waffen aufsammeln. Ein Pazifist darf keine Waffen tragen, auch wenn mein Charakter jetzt hier gerade eine trägt. Das ist aber im Spiel ja nicht so. Okay, wir spielen Duos. Und ich würde sagen, starten wir, oder? Bist du bereit? Ich bin bereit, ja. Alles klar, dann lass uns mal versuchen. Im ersten Pazifisten-Video haben wir eine Skywise gebaut. Da hatten wir beide Crashpads, das weiß ich noch, als wäre es gestern gewesen. Und wurden runtergeschossen. Und ja, den Rest verrate ich nicht, den Rest können die Leute gerne im Video sich nochmal anschauen. Das Video existiert ja noch auf YouTube. Aber es ist sehr, sehr lustig und interessant geworden. Kann nur zustimmen, ja. Machen wir das wieder? Wollen wir wieder eine Skybase bauen? Wollen wir dann bei dem Dings da landen? Bei dem Sägewerk? Oder wie machen wir das? Das Problem ist, da landen auch oft andere. Und wenn wir keine Waffen aufheben, beziehungsweise wir dürfen die ja nicht töten oder nicht verletzen, haben wir ein Problem. Ja. Am besten wäre es, wenn wir irgendwo außerhalb landen und dann da farmen gehen. Ein bisschen Holz. Also wir brauchen auf jeden Fall Material. Ich glaube, mit der Skybase kommen wir am besten. Oder hast du eine bessere Idee? Ja, ich habe eine gute Idee. Und zwar springen wir jetzt zum Leuchtturm. Was denn? Ja. Da okay. Sind Risse, ne? Ja. Oh, der Bus sieht ja krass aus. Ja, der ist hübsch. Der ist echt cool. Das ist eine Rakete. Genau, da bauen wir erstmal Materialien etc. ab, ne? Ja. Stehen da ein paar Häuser, okay. Ein paar Autos, glaube ich. Sehr viel Holz. Ja. Und dann, wenn die Zone halt weiter weg irgendwo ist, dann können wir in den Riss reinspringen und uns dann wieder in der Zone. Ja, okay. Du bist sicher, dass da Risse sind? Reinreißen. Ja, ja, klar, natürlich, auf jeden Fall. Okay. Ah ja, bei diesem komischen Ausschnitt da. Also ich glaube, es sind sogar 2, wenn ich mich komplett irre. Ja, ja gut, ich flieg zum Leuchtturm direkt. Und du zu den Häusern oder sollen wir beide zu den Häusern fliegen? Ich würde sagen, wir fliegen beide zu den Häusern. Ah, okay. Am Endeffekt ist doch egal, wenn du jetzt am Leuchtturm stirbst, dann stirbst du halt, ne? Ja, wir wollen ja nicht sterben. Wir wollen... Ach, da ist ein Riss, ich sehe schon einen, ja. Und da ist auch einer, okay. Also wie gesagt, Waffen nicht aufsammeln. Du kannst gerne Muni aufsammeln, aber die kannst du ja nicht gebrauchen. Aber alles andere dürfen wir natürlich aufsammeln, ne? Ich habe jetzt hier mal so ein paar Kohlköpfe einfach mitgenommen. Alles, was zum Heilen ist, dürfen wir definitiv aufsammeln. Das ist gut. Sandagen. Ja, auch alles, was uns helfen könnte, ne? Irgendwelche, hier diese Sprungdinger da, diese Sprungfallen oder wie sie sich nennen. Polster. Bandagen, Bazooka dürfen wir auch aufheben. Keine Granaten. Granaten zählen nicht dazu. Ja, Fallpolz, Crashpads brauchen wir auf jeden Fall. Also die wären natürlich super. Ich habe ein paar Slushies. Guck mal, wir sind sogar fast in der Zone. Ja, ist nicht weit. Brauchen wir eigentlich gar nicht mal den Riss benutzen. Nee, aber wir könnten hier gleich
anfangen, so mehr oder weniger. Oder beziehungsweise. Ja, da müssen wir aber Material farmen. Oder beziehungsweise. Baum hier mit. Ja, ich bin da gerade schon dabei. Ich werde wieder dein Backup spielen und dir Material zuschmeißen. Nimm mit, Bro, wenn du kannst. Also du wirst ja wahrscheinlich Platz haben, oder? Ja. Ich habe auch, wie gesagt, Slushies bei, die können wir gleich nochmal nutzen. Aber wir brauchen definitiv Crashpads, sonst können wir das mit der Skybase vergessen. Sonst wird es echt schwer. Ja, in der Tat. Also wir brauchen sowas nicht. Wir nicht, nee. Wir können auch ohne Waffen. Oh. Ja, den nehme ich mit, ein Biggie gefunden. Wann müssen wir denn los? Ein bisschen Zeit haben wir noch, ne? 21 Sekunden kommt dann erstmal die Zone gleich. Hm. Wir brauchen Material, mein Lieber. Ja, ich bin schon dabei. Ich hab. Oh, ich bin gerade Level 128 geworden. Sehr schön. 130 wäre ich auf jeden Fall noch schon. So, ja gut, wir können in der Zone wahrscheinlich auch noch ein bisschen abbauen. Sind die Risse in der Zone? Nee, ne? Nee. Würde ich sagen, lass uns mal da hinspringen direkt. Wie viel kann ich denn davon aufnehmen eigentlich? Guck mal, ich sehe hier welche. Krass, wie viele Kohlköpfe kann man denn aufnehmen? Der kommt jetzt ja auch rüber, Bro. Lass mal abhauen. Wo? Ich habe da so einen komischen Typen markiert. Der schwimmt hier jetzt rüber, der hat mich gesehen. Oh je. Bro, nicht gut. Ich bin zu weit weg von dem Riss. Ich hab dir einen Riss gemacht, ich nehme jetzt einen anderen Riss. Mhm. Und wohin geht's dann? Wo ich markiert habe. Okay. Wo hast denn du markiert? Ah, da, okay. Na, da müsste ich hinkommen. Ja, sie schaut gut aus, soweit. Dann können wir auch ein bisschen sammeln. Ein paar Mats und dann. Nee, sehe ich hier nicht mehr. Doch! Hängt da am Baum. Wir hauen ab. Wir hauen ab. Geh mal da zu den Bäumen rüber. Ja, jetzt brauchen wir Holz. Am Matz. Holz. Ja, ich habe 630 Holz. Ach, hier ist dieser Dallmann.
Also meine weiße Flagge habe ich auch schon mal parat. Falls ein Gegner kommt, kann ich die weiße Flagge schwingen. Sehr schön. Warte mal ganz kurz, einen Augenblick, Bro. Ja, ja. Wie einen Augenblick, ich baue Holz ab. Worauf soll ich warten? Komm zu dir. Ja, jetzt bin ich wieder da. Du hast die ganze Zeit irgendwas im Hintergrund gequatscht und ich hab's nicht mitgekriegt. Deswegen gesagt, ich warte mal ganz kurz. Ich habe nicht mit dir gesprochen. Mit wem denn? Ah, ein bisschen schon. Ah, mit den Leuten im Video. Okay, okay. Ich habe der Community meine weiße Flagge gezeigt, die ich vorhabe zu schwenken, wenn ein Gegner kommt. Ach, cool. Wie sieht's mit einem Pad aus? Hast du sowas? Was habe ich? Nee, ich habe leider kein Crashpad gefunden bisher. Leider nicht. Ich gucke jetzt auch nochmal hier auf irgendwas, aber. Ja, Bro, wir sollten langsam anfangen, jetzt mal hier, ne? Irgendwas zu machen, mein ja. Lieber. Ja, ich weiß. Wir brauchen aber ein Crashpad. Oder wir bauen, sollen wir die. Ja, wir müssen die Skybase bauen. Und zwar von hier aus, oder? Was meinst du? Von hier aus? Ja, würde ich sagen. Ja, komm hier. Ich habe schon Platz gefunden. Hoffentlich ist er jetzt doch da noch was. Warte, ich guck noch mal einmal in diese Kiste hier rein. Vielleicht, naja, warte, ist gut. Ich fange schon mal an zu bauen. Ja, mach das. Ich hab notfalls auch so eine Schockgranate. Die verletzt ja keinen Gegner. Die schleudert die ja nur weg. Bringen die Minis? Ja, komm, ich nehme Minis mit. Ach, sind nur zwei. Na Gott, komm, egal. Ja, ich schon wieder kein Material mehr. Ich hab mir nicht so viel fahren können. Echt? Ich hab 900 Holz. Wenn das mal nicht zu wenig ist. Aber wir haben keine Crashpads, ne? Jo. Richtig. Na, leider. Bro, dann müssen wir über Wasser bauen. Müssen wir gucken, dass wir irgendwie über Wasser bleiben. Schwierig, aber. Ja. Sonst sterben wir. Also ich könnte mich eventuell noch mit der Schockgranate retten, wenn ich fall. Ich habe es noch nie ausprobiert, aber es müsste eigentlich funktionieren. Jetzt habe ich keine Materialien mehr. Ja, ich komme. Ich schmeiße dir sofort raus. Bist du in der Zone? Ja, du bist kurz vor der Zone, ne? Okay. Dann schmeiße ich dir sofort gleich raus. Habe ich nicht schön gebaut? So, Bro. Ja, ne? Ja, hast du wunderbar gemacht. Hier hast du all mein Holz. Und all meine Steine bekommst du auch. Metall behalte ich für den Notfall. Ich habe auch nur 130. Okay, du kannst weiterbauen. Ne, wir warten. Okay, wir warten. Wir werden jetzt weiterbauen und dann sieht uns jemand der Schädel runter. Ja, gut. Wo haben wir denn Wasser? Da hinten. Punkt ist erst, wo die Zone hingeht. Weil ist nur noch ein kleines Stück Wasser. Komm mal her. Warte, hier. Komm mal her. Nimm mal. Ah, okay. Ich glaube, die können uns retten, wenn du fällst und die dann auf den Boden wirfst. Sollte das machbar sein. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Ich muss noch so zwei, drei Sachen bauen, sonst sind wir in der Zone. Eine, komm. Eine? Meinst du, das reicht? Ja. Sehe ich doch, okay. Mein lieber Schön. Okay. Ja, wunderbar. Guck mal, wir hätten sogar noch. Wir hätten auch hier stehen. Alter, ich bleib jetzt auch erstmal noch hier stehen. Oh. Du stehst in der Zone? Ja. Merke ich. Wenn die Zone ja weitergeht.
Da ist nicht mehr viel Wasser, also müssen wir, wenn dann, mit Glück das mit der Granate versuchen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich hoffe, ich krieg den richtigen Impuls. Aber wir werden sehen. Ich hab das jetzt Gefühl, schon dahin bauen? ja. Willst du nicht erstmal bleiben? Ich will wenigstens ein bisschen bauen, ja. Na, okay. Alles klar. Wir werden gleich runtergesnipert. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Mit Glück erst relativ zum Schluss. Aber, ja. Wir gucken mal. Ausgegangen, ne? Und er läuft einfach weiter. Mein Controller ist ausgegangen und er läuft einfach weiter. Aber baut auch zusätzlich irgendwie, ne? Also, hab ich echt Glück gehabt jetzt. Warum ist der ausgegangen? Hat wieder keine Batterie? Nee, oder was? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Vielleicht hat die einfach nur den Knacks. Sind wir auf der höchsten Stufe, Bro? Yes. Es ist so niedrig, sieht so niedrig aus, ey. Ja, Sturm kommt. Es wird dunkel. Oh, das spielt uns in die Karten, Bro. Ich habe aber nur noch 400 Holz. Wann war es das? Na gut, dann, tja. Müssen wir jetzt ein bisschen warten hier. Erstmal warten, bis die Zone kommt, würde ich sagen. Weil jetzt über eine Stadt zu bauen ist auch ziemlich unklug. Ja, wir müssen gucken, wie die nächste Zone hinkommt, ne? Aber... Also wir könnten uns von oben nach unten auf jeden Fall nochmal schießen. Wie meinst du das? Ja, von oben nach unten, meine ich. Von oben nach unten. Also wenn wir jetzt die Granate unter uns werfen, oder ja, was meinst du? Ja, ja, das stimmt. Ja, stimmt. Ja. Dann hat man ja diesen Magneteffekt, ne? Diesen Schutz, Fallschutz. Genau. Das können wir auf jeden Fall machen, das stimmt, aber wollen wir ja eigentlich gar nicht. Ja, aber wenn gleich halt... die Ressourcen knapp werden, dann hast du keine andere Wahl, ne? Ich habe jetzt vielleicht noch 500 Materialien, 560. Ich habe noch 130 notfalls. Na komm, ich gebe dir das auch mal eben schnell hier, Bro. Dann, Ist das runtergefallen? Ist auch schon mal. Spaß. Hm? Was? Nee. Ich dachte, jetzt ist das runtergefallen. Dann habe ich Spaß gemacht. Ja, so, hoffentlich. Arschloch. Aber wir müssen nicht viel bauen, Bro. Das nee, stimmt. Klappt. Aber warte. Meinst du, ich soll warten? Ja, immer wenn man baut, kann es natürlich sein, dass die Leute das von unten irgendwie sehen. Ne? Ja, dann aber warte, komm mal hier, lieber. Weil wenn die da die Minütchen Platte noch oder so. Abschießt dann bis unten. Die Zone, die ist ja nicht schnell hier, wo wir sind. Die ist ja schneller da, wo der Kreis breiter ist. Von daher können wir da locker abhauen. Ich bin zur Hälfte in der Zone und zur Hälfte außerhalb der Zone. Gut, ne? Oh, krass. Du bist richtig krass. Ja. Ich lebe. Ich auch. Scheuert, ey. Ich wollte sagen. Leben nur noch vier. Wir müssen. Gleich. Vier, ja. Lass dich die mal gegenseitig bekämpfen, Bro. Wir ja, ich will da gucken, ob ich irgendwas sehe hier. unter uns. Ja, also wir können beim nächsten Mal unter uns, genau unter uns. Oh, krass. Oh ja, ich sehe da schon. Oh, ja, ja. Wir können beim nächsten Mal natürlich auch eine Sniper mitnehmen. Aber nur zum Gucken, nicht zum Schießen. Wir dürfen damit nicht schießen. Nur als Fernrohr benutzen quasi. Das geht. Die beschießen sich auch gerade, ja. Ich garantiere die, wenn die uns sehen, dann haben wir schlechte Karten. Ich gehe lieber. Ja, haben wir definitiv. Aber da ist einer gestorben. Von denen. Ich gehe lieber noch ein bisschen sind hier wir noch so fünf? Hin, Bro. Also mit uns. Und komm mit der Zone dann, denn ich habe Angst. Richtig Angst. Okay. Ja, die Zone ist ja langsam, ne? Ja, damit kannst du spazieren gehen. Naja. Wie sieht's da unten aus? Noch vier, also wir beide und zwei andere.
Kannst du stark von ausgehen, wir beide und zwei andere. Ja, definitiv, das war's. Das war's wieder komplett. Also, wie gesagt, mach Emotes, zeig denen, dass wir sie nicht killen wollen. Alter, wenn wir uns hier runterschießen, dann schießen wir uns hier runter, dann kannst du keine Emotes mehr machen, mein Lieber. Nee, dann können wir gar keine Emotes mehr machen. Oh, wir sind gut in der Zone. Jo. Die doch auch! Die auch, ja, natürlich. Ey, oder? Warte mal. Was denn? Der baut jetzt gerade noch eine? Ist die zusammen oder sind die nicht zusammen? Hat sich da jetzt schön eingebunkert? Keine Ahnung, aber wir dürfen sie sowieso nicht. Wir dürfen ihnen sowieso keinen Schaden zufügen, Bro. Also ist das egal. Entweder wir können sie überzeugen, dass wir. Nee, es sind zwei. Ich sehe die da beide nicht rumspringen. Okay. Bauen da schön. Ob die sich nicht hier wundern, warum da keiner über das Feld läuft? Ja, ich weiß, die haben noch nicht nach oben geguckt, ne? Nee. Sonst hätten sie uns beschossen. Ja. Oh, jetzt. Oh nein, Scheiße. Ich habe meine Granate geworfen, Bro. Ich bin tot. Ich bin so ein Kackenfall. Jo. Ach, du auch. Ging das nicht mit der Granate? Nope. Na, okay. Schade. Na gut, dann ist das so. Leider. Aber das war die beste, ich glaube, das ist die beste Möglichkeit, die wir haben mit der Skybase. So lange wie möglich durchzuhalten. Und wir hätten Crashpads gebraucht. Naja, was willst du machen ohne Waffen, wenn da zwei Leute noch sind, ne? Es sei denn, du kannst ihn da noch überreden. Die überzeugen, dass, die überzeugen, dass wir den Sieg mehr verdient haben. Okay. Na? Mit Crashpads hätte es vielleicht geklappt. Wir hätten vielleicht auch, wir hätten vielleicht mit den Granaten runterspringen sollen und dann einfach versuchen sollen, die zu überzeugen. Machen wir beim nächsten Mal so. Wenn wir wirklich nur noch irgendwie ein Team haben, dann springen wir runter und machen irgendwie Emotes. Ich schwenke meine Fahne oder sonstiges. Eine Runde würde ich sagen, machen wir noch. Jo. Versuchen wir noch einmal das Ganze. Und machen das dann so. Wenn wir meinen, dass das letzte Team ist, dann springen wir runter. Wir brauchen halt irgendwie entweder die Granaten oder Crashpads oder sowas. Und dann machen wir einfach Emotes. Ich schwenk meine Fahne und heule ein bisschen rum. Und was habe ich noch? Na, die kleinste Gage der Welt mache ich nicht. Aber ich habe hier so ein Peace-Zeichen noch. Und habe ich noch hier den. Bitte nicht schießen. Erstmal den Busfahrer High Five geben. Ja, bauen wir mehr. Ich habe den Busfahrer schon genug bedankt. Wohin springen wir, Bro? Wohin springen wir? Mir ist egal, ja. Wo ist der? Na komm, lass uns nochmal wieder. Naja, das ist zu weit, ne? Na komm, lass uns trotzdem dahin springen, Bro. Lass uns wieder die Ecke hier nehmen. Alles, was du willst. Wir müssen viele Materialien halt sammeln, ne? Oder wir fliegen. Ach, wo sind denn noch viele Materialien? Wo kann man denn noch hin? Weeping ist mir zu viel los, das können wir vergessen. Sägewerk ist zwar super mit Material, aber auch viel los. Naja, lass uns dahin.
Ich fliege zu dem. Nein. Ich fliege zu der Insel. Zur Insel? Ach so, die. Hm. Rogue Crashpads sind ganz wichtig und Material. Naja, Material, mir brauchst du das nicht sagen, mein Lieber. Alles andere ist unwichtig. Ich habe nichts gebraucht von all dem. Nee. Wir brauchen auch kein Schild eigentlich. Nee, brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir brauchen eigentlich gar nichts außer Crashpads. Oder halt irgendwas anderes, womit wir uns ohne Probleme. Womit wir ohne Probleme runterkommen. Und wenn du was gefunden hast, sag ich dir Bescheid. Ich habe irgendwas Lautes gehört, Bro. Was war das? Das waren Granaten gewesen, die ich aufgehoben habe und da weggeschmissen habe. Ach so, mach doch nicht so was. Du lenkst doch die Aufmerksamkeit auf dich. Kommt da keiner. Fliegt da keine Asche hin. Oh, wir müssen auch gleich einen Riss benutzen. Oh ja. Ey, ich finde hier aber kein Crashpad. Ja, ist schwierig, ne? Ich lasse die Kohlköpfe jetzt. Ich sammle jetzt mit. Wir brauchen ganz viele Materialien. Alles andere bringt nichts. Oh, da ist eine XP-Münze da unten. Na egal, die lasse ich jetzt auch liegen. Ey, ist das Müll. Hier gibt's gar nichts. Na, ist auch nichts. Schade. Hammer, ne? Schade. Na, mach die Tür auf. Ah, Holz, Holz ist immer gut. Holz nehme ich mit. Getränke, naja. Ich habe Crashpads gefunden. Ah, sauber, Bro. Komm, wir brauchen Materialien. Wir müssen noch ein paar Materialien fahren, bevor wir den Riss benutzen. Ich sehe den Riss aber schon. Naja, ein bisschen haben wir noch Zeit. Ist okay. Ja, ja, wir sollten auf jeden Fall noch ein bisschen fahren hier. Zumindest gucken, dass wir Holz voll kriegen. Dann springen wir hier sogar schon. Ja, lass mal die Markierung nicht. Boah, ich krieg meistens nicht wirklich viele Materialien zusammen, das ist so lächerlich. Jetzt circa 500. Naja, sagen wir 600. Insgesamt. Ich habe auch 600 jetzt Holz. Also 600 Holz, 160 Stein. Und jetzt gerade Level 129 geworden, wunderbar. Level 71, hey, hey. Wir müssen jetzt ab, Bro. Komm, lass uns. Ja, warte, den letzten Baum. Kann ich den gleichen wie du benutzen? Den gleichen Rift? Rift? Nee, wenn ich den benutze, geht der nach einer Zeit weg. Ja, nach einer Zeit. Wenn wir den gleichzeitig benutzen, dann wahrscheinlich. Ja, klar, nicht, natürlich. Dann können wir das machen. Gut, dann komm, lass uns den gleichzeitig benutzen. So, wo hast du markiert da? Ach. Da willst du hin, okay. Da sind noch ein paar Bäume, die können wir vielleicht mitnehmen dann. Wir schaffen das gar nicht dahin ganz. Echt? Ja, da unten ist eine Seilbahn, siehst du die? Mhm.
könnten wir dann nehmen, wenn du nicht ganz hinkommst. Fliegst du parallel zur Seilbahn. Ich werde auch nicht ganz schaffen. Ich werde da oben auf dem Felsen hier so landen. Irgendwo da so. An den Bäumen. Dann kann man die vielleicht noch mitnehmen. Ah, ich hab's dann noch rüber geschafft, ja. Hab's okay. Okay. So, sollten wir dann hier gleich schon mal unsere Skybase bauen? Wir sind relativ hoch. Würde ich tendieren. Müssen wir nicht ganz so viel bauen, ne? Würde ich tendieren, ja. Hier wird geschossen, aber gehen grad wir da ganz nach oben? Wo? Ich weiß nicht genau, ich habe Schüsse gehört. Hey. Dann harren wir hier erst noch aus. Ich mach die Bäume da oben noch kaputt. Oh, das Lama, ich hole mir das eben. Ja, mach das. Ey, genau da habe ich, wo ich markiert habe, ne? Krass. Echt? Also, ich habe jetzt die Markierung komplett da drauf gemacht, aber ich war ungefähr 6-7 Meter vielleicht davon entfernt gewesen. Ich höre Risse. Ja, Dito. Lächerlich, guck mal, hier hat jemand gebaut. Und hier steht einfach ein Lama. Krass. Witzig. War wahrscheinlich ein Dings. Oh, hier landet ein. Oh, nee. Ich bin voll Holz. Ja, ich hab jetzt ja ein Lama und ich hab jetzt ordentlich. Ich hab auch nochmal 6 Jumpets bekommen. So, wo dann lass uns von hier bauen und gib mir ein paar Jumpets. Es wäre doof, wenn wir jetzt hier bauen würden, oder? Oh ja, nee, hast recht. Ja, das. Du hast recht. Sind hier irgendwo noch Risse? Weiß ich nicht, aber hier. Kriegst du 3 Stück. Ja, das ist super. Die kann ich echt gut gebrauchen. Werf die nicht wieder aus Versehen, Bro. Ja. Wie weit ist denn hier? Und wir müssen ordentlich rennen jetzt, ja. Ja, dann machen wir das. Passt nur auf, dass wir nicht in Gegner rennen, weil wir sind hier halt auch, Upper New York ist gefährliches Pflaster, ne? Hier ist Dark Industries und so. Müssen wir aufpassen. Ja, wir müssen jetzt als allererstes erstmal unsere Beine in die Hand nehmen, weil wegen Problematik. Mhm. Mhm. Oh, ich werde beschossen. Ich werde beschossen. Ich werde beschossen. Er trifft dich ja nicht. Bau eine Wand hinter dir. Ja, er trifft mich noch nicht. Das ist wohl wahr. Noch trifft er mich nicht. Aber er schießt immer noch auf mich. Ah, jetzt hat er mich getroffen. Hört sich aber doch recht weit weg eigentlich an. Ja, ja. Würde ich auch sagen. Und auch eher wie eine AI eigentlich. Hm, weiß er nicht. Naja gut, wir gehen hier außen entlang und gucken mal. Wir sind jetzt gleich in der Zone, Bro. Wir sollten hier aber gleich auch irgendwo bauen, ne? Aber wir müssen aufpassen, da ist ja jemand hinter uns. Der uns beschossen hat. Ja, wir bauen jetzt gleich hier. Hier ist ja auch relativ weit oben eigentlich, glaube ich. Ja, müssen wir aufpassen. Der hinter uns ist, der darf das nicht sehen, das Gebaute, ne? Wir sollten uns erstmal verstecken. Aber wo? Was passiert? Was gemacht? Ei. Jetzt kommst du natürlich auch nicht mehr hoch, ne? Nee. Ja, dann komm ich so. Gut, dass ich einen Polster hatte, ja. Ja, gut. Jetzt. Ey! Ich werd beschossen! Ich bin im Busch! Shit. Ah, Roboter! Stark Roboter? Ja, dann komm zu mir. Komm mal in meine Richtung, Bro. Hier ist auch noch ein Busch. Ah, hier ist aber... Ich bin außerhalb der Zone. Ich muss erstmal in die Zone. Wo sind die Roboter denn? Er ist jetzt hier auch selber in dem Busch hier. Oh, der ist tot. Ja, der wurde kaputt geschossen. Kannst du zu mir kommen?
Irgendwie. Komm, wir müssen hier rüber und dann hier den Berg hoch. Oh Mann. Und hier, wir gehen jetzt hier hinter den Felsen da. Dahinter. Und dann bauen wir von da aus. Wenn wir jetzt nicht mehr bauen, ist es zu spät. Ich habe 999 Holz. Ich habe auch 290 Stein. Verstecken uns jetzt ein bisschen hier hinter und dann bauen wir. Ja, ist egal. Wir gehen jetzt hier. Da. Da fangen wir an zu bauen. Dahinter. Baust du hoch? Ja, ja. Ich würde sagen, in die Richtung, oder? Ja, in die Richtung, genau. Ja, ist schwierig, ne? Da sind halt Gegner. Warte erst noch ein bisschen. Wir haben noch Polster, alles okay, wenn wir runtergeschossen ja, werden. Wir haben Polster, okay. Dann müssen wir uns gut, halt okay. Ein bisschen verbarrikadieren, damit wir noch Chancen haben. Oh, ich habe das Gefühl, das okay. Ist jetzt schon zu spät eigentlich. Ja, ja, ist glaube ich auch jetzt schon zu spät für die Base. Aber wir hatten halt Pech mit der Zone, ne? Die war sehr, sehr weit weg. Hätten wir nicht bauen können. Und dann wurde ich auch noch beschossen, das heißt, hinter mir war irgendwo einer. Hätten wir auch nicht bauen können. Von daher, naja. Wir machen das Beste draus. Okay, ist Ende. Okay. Danke. Was mache ich? Bin ich doof? Verzeihung. Ja, nicht schlimm. Bleib erstmal hier stehen an der Grenze, ne? Von der Zone. Gib mal bitte ein bisschen Holz. Holz ja, hier, Holz. Aber erstmal noch Holz. Ja. Jawohl. Kannst du den Rest wieder mitnehmen eigentlich? Ja, mach ich. Ey! Oh, wir werden beschossen. Okay, ab geht's. Ach, jetzt habe ich schon ein Kissen geworfen. Weiß aber nicht. Ah, scheiße! Ich spring natürlich voll in seine Richtung. Echt? Ey, scheiße. Da rennt mir jetzt natürlich hinterher. Noch 11. Na, das ist ein bisschen zu viel, ne? Ah, ich bin down. Da kommen welche. Okay. Ah, ich bin down. Ey, ich spring voll in seine Richtung. Ich habe ja gar nicht gewusst, woher das jetzt kam. Und hau da Pad da raus und spring voll in die Richtung, der uns wahrscheinlich auch runtergeschossen hat. Naja. Ich glaube, über diesen Becher. Da läuft jemand. Ah. Ja, ich weiß. Wow. Eieiei. Ich hab's weit. 5 noch. Sehen die mich von hier aus? Nee. Du bist da hinten gestorben. Da sind wahrscheinlich auch welche, ne? Bist du noch da, Bro? Ja, ja. Bei dir springt einer rum, da vor dir, parallel. Genau da, wo der Regenschirm ist. Ich sehe schon, ja, ja, ich sehe schon. Sniper noch einmal. Aber da ist noch einer, direkt am Regenschirm, unten. Den auf dem Berg habe ich jetzt gerade erst gesehen, naja. Der hat auch gerade eine Wand gebaut. Bumm, der ist tot. Okay, gut. Sind noch 3. Da ist einer. Und die anderen sind da hinten. Bro, irgendwo. Der hat einen Sniper. Ich will jetzt nicht da irgendwie vor dem Baum
Okay, du musst jetzt, ne? Ja, ich muss jetzt, genau, richtig. Scheiße, Alter. Ja, einer von denen auf jeden Fall magisch viel Ressourcen. Du hast mir gerade das Holz gegeben. Ich hatte noch mindestens 600 Metall, 500 Holz. Ach, Stein, Verzeihung. Ja. Hört sich aber irgendwie danach an, als würden die sich da alle beschießen. Ich glaube, das ist nicht klug, oder? Ich versuch's einfach, mein Gott. Das kann ich nicht tun. Vielleicht ein bisschen weiter runtergehen und dann die Fahne schwingen. Lass es die erstmal bekämpfen da. Lass es die erstmal bekämpfen. Da sind zwei gegen einen. Guck mal, wo der andere ist. Da. Also da eins, zwei. Wo ist der andere? Weiß ich nicht. Guck mal weiter nach rechts, bitte. Okay, da ist die Perfil. Ja, der ist richtig salty, glaube ich, Alter. Ja, ich sehe schon, ey, der ist richtig. Oh. Ich sehe aber nur zwei. Ich sehe nur zwei. Vielleicht versteckt der andere sich ja genauso wie du. Ja, kann natürlich sein. Ja. Das kann natürlich sein. Ja, wenn die so hart fighten, ne? Ah, da ist der zweite. Ah, da ist der zweite. Ich sehe den. Da, bei dem. Aber beschießen die sich? Nee. Der hat sich jetzt auch versteckt, glaube ich, ne? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht genau. Hier brennt alles. Ja, ich glaube, die ganze zusammen, ja. Ich glaube auch, dass die zusammengehören und der da alleine ist. Und ich. Ich muss jetzt gleich in die Zone. Zack, noch einer. Wie nur noch einer? Ah, der hat eingekillt von denen? Und der war instant down. Das heißt, das war kein Team, kein Duo gewesen. Also waren das doch zwei einzelne. Ja, krass. Oh! Ah. Bro, war da noch ein Alter, willst du mich. Nein, ich schwing doch die weiße Flagge. Ich kann doch mehr, kann ich doch nicht machen. Mehr kann ich doch nicht machen. Ich darf doch keinen töten. Ich kann doch nur die weiße Flagge. Ja, aber du kannst eine Wand bauen. Ja, ich kann eine Wand bauen. Ja, gut. Er wollte nicht. Er wollte mich einfach. Was soll ich machen? Manchmal klappt's, manchmal sind die nett, manchmal sind die so geizig. Da kannst du nichts machen. Komm, jetzt gucken wir uns an, wer hier gewinnt. Von den beiden. Die in dem Pullover hat mich gekillt? Ja, ne? Ja, die, ja. In dem. Oh, ja, okay. Ja. Oh, okay. Hat doch gewonnen. Hätte mir ja mal den Sieg schenken können, aber nein. Ja, das Problem ist, es gibt gerade in Duos halt diesen 1-Million-Dollar-Contest da, ne? Hast du das gesehen? Wir gehen mal zurück in die Lobby. Ja, ich glaube, das zählt immer, wenn du Duos spielst, zählt das, glaube ich, ne? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Wir können ja mal gucken, wir sind gerade Zweiter geworden einmal. Das müsste ja ein paar Punkte gegeben haben sogar. Ich weiß nicht, ob das im normalen Modus gezählt wird oder ob das im Arena oder so, oder wie es da heißt, gezählt wird. Keine Ahnung.
Aber wir können ja mal einmal schauen, bevor wir das Video ausmachen. Warte mal, hier, Wettkampf, 1 Million Dollar Supercup heißt der. Das ist nämlich Duos. Und nee, wir haben keine Punkte, also. Ist auch. Von daher, ne? Ist ja auch hier Event, ne, irgendwie. Da musst du extra draufklicken. Ja, ich dachte, und so, das zählt für jeden irgendwie, aber ja gut, dann ist okay, dann. Ja, dann hat es nichts damit zu tun. Dann wollten die einfach nur gewinnen. Ja. Dann war das so. Na gut, okay. Dann soll es das fürs heutige Video gewesen sein. Hat leider nicht geklappt heute mit der Challenge. Guckt euch aber das Video an vor 3, 4 Monaten, was wir mal gemacht haben. Auf YouTube mit Wir sind Pazifisten Challenge. Da haben wir es geschafft. Richtig geiles Video. Guckt euch das an. Auch wenn die Qualität vielleicht noch nicht so gut ist, wie die jetzt ist. Da ich damals noch nicht hochauflösend gestreamt habe, aber es geht. Man kann es gucken. Also, ich verabschiede mich und lasst auch gerne ein Abo da, würde mich sehr freuen, oder ein Like. Beides super. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.